Dieser selbstgemachte Orangenlikör aus frisch gepressten Orangen bekommt Höchstwerte. Schnell und ohne lange Reifezeit ist dieser edle Tropfen in wenigen Stunden genussfertig. Kühl und trocken gelagert hält er sich vorher ist er schon getrunken. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr diesen edlen Tropfen selber machen könnt. Ich bin Kalle und ihr seid bei Quokstum mit Kalle. Herzlich willkommen! Der Likör ist nicht nur schnell fertig, sondern kommt auch mit äußerst wenig Zutaten aus. Ihr benötigt 6 Orangen, 700 ml frisch gepressten Saft, aus den Orangen gewonnen, 700 ml Wodka und 140 Gramm Zucker. Solltet ihr noch Orangensaft übrig haben, macht doch einfach ein leckeres Orangengelee daraus. Wie ihr das machen könnt, das zeige ich euch in diesem Video hier oben. Und los geht's, die Orangen halbieren und auspressen, den Saft zwischendurch immer wieder umschütten und das Fruchtfleisch aus dem Sieb entfernen. Dann eine kleine Geschmacksprobe, damit ihr einschätzen könnt, wie viel Zucker ihr nehmen möchtet. Ich habe insgesamt 700 ml ausgepresst und fülle sie in einen Topf. Jetzt die Farbprobe. Mir ist das Ganze etwas zu gelb, deswegen füge ich jetzt den Karottensaft der vorhin ausgepressten Karotte hinzu. So wenig Karottensaft beeinflusst den Geschmack nicht, aber die Farbe. Man sieht, die Farbe kommt jetzt der Orange viel näher. Hier nochmal in einem Bildschnitt der direkte Vergleich. Dann fügt ihr dem Saft den Zucker hinzu, kocht alles kurz auf, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Dann Deckel drauf vom Herd nehmen und auskühlen lassen. Wenn der Saft ausgekühlt ist, kommt der Wodka hinzu. Dann noch eine kurze Geschmacksprobe. Und dann ist der Likör zum Abfüllen bereit. Abfüllen in 2 gereinigte Flaschen a 750 ml. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen da, abonniert vielleicht auch meinen Kanal oder auch beides, schreibt gerne einen Kommentar dazu und klickt die Glocke an, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder etwas Neues einstelle. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.